Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Modelleisenbahn. Ich bin der Dustan97. Ja, und heute zeige ich euch mal so ein kleines Update. Ja, es hat sich so einiges heute getan. Ich hatte heute ein bisschen Zeit. Und dann zeige ich euch mal die Kleinigkeiten, die ich gemacht habe. Und zwar ist hier hinten in der Ecke die Betonmauer fertig, beziehungsweise die Lärmschutzwand. Dann schwenke ich mal rüber. Habe ich hier im Industriegebiet, hier sah das ja so leer aus. Und da habe ich mir gedacht, eine Felswand hochziehen. Dafür bräuchte ich aber dann, habe ich dann unten, hier unten, ja, eine Unterkonstruktion gebraucht, einen Untergrund. Weil mit Gips ist das ein bisschen schwierig alles. Ja, habe ich dann den Untergrund hergestellt. Ja, und da habe ich mir gedacht, machst du direkt einen Tunnel rein. Wenn du mal hier links anbaust oder anbauen wir es, habe ich quasi direkt eine Verbindung. Und ja, ist mir gelungen. Das ist jetzt noch nicht ganz fertig, da muss noch zu Ende gegipst werden. Hier die Auffahrt muss noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, detailliert werden, damit die LKWs da besser rüberkommen. Hier hinten in dem Tunnel habe ich die Innenverkleidung gemacht. Ja, kann man jetzt schlecht sehen, aber die Innenverkleidung ist auf jeden Fall schon dran. Da werden Mauerdekorplatten dran kommen. Ja, und der Tunnel hat auch eine Innenverkleidung bekommen. Kann man jetzt auch nicht sehen. Jetzt kann man es sehen. Hat eine Innenverkleidung bekommen. Ja, hier wird dann natürlich alles noch verkleidet, aber jetzt lasse ich das erstmal noch so, weil falls ich mal anbauen werde, dann ist die Verkleidung auch wieder für Nöppes, dann kann ich die auch wieder abreißen. Also von daher lasse ich das erstmal so. Da guckt jetzt auch keiner hin. Ja, und wie gesagt, hier wird auch noch hochgegipst, damit hier das Loch zu ist. Dann werde ich hier drin noch alles streichen, solange bis ich da mit den Dekorplatten dran gehe. Hier wird auch wieder gestrichen, in dem Grauton hier. Hier kommt eine Straße hin, Straßenfolie. Und hier wird ein kleiner Parkplatz hinkommen, so ein Seitenstreifen. Und da das hier, das Ganze hier natürlich auch ein bisschen leer aussieht, habe ich mir gedacht, werde ich da auch ein bisschen mit Gips arbeiten und hier ein bisschen so begrünen wie hier, so wie, dass das quasi aussieht wie eine Böschung. Vielleicht auch wieder noch ein Teil hier Felswand hochziehen, mal schauen. Und hier werde ich dann auch wieder sowas wie eine Mauer hochziehen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt oder kennt oder was. Moment. Das sind jetzt nicht die, die da hinkommen, aber so ungefähr wird das dann aussehen. Quasi halt so wie da hinten bei der Feuerwache oder wie die Lärmschutzwand mit Betonpfosten. Und dann werden da so einzelne Mauerelemente reinkommen. Und dann werde ich das hier hinter mit Gips ja, ausfüllen, ausgießen und dann abstreuen. Dann sieht das hinterher aus wie ja, so Sand oder das soll halt dann das Geröll, was herunterfällt, von der Straße fernhalten, beziehungsweise von dem Parkstreifen. Ja, es kommt nicht komplett hierhin, nur an dem Parkstreifen. Ja, und hier wird halt auch wieder begrünt und so. Ja, ich hatte euch vor, beziehungsweise ich hatte vor, eine Neuanschaffung vorzustellen. Das ist leider in die Hose gegangen. So ziemlich in die Hose gegangen. Das hat auch heute sehr aufgehalten. Und zwar ist das vom Brava die Baureihe 426 gewesen. Hier ist das gute Stück. Vor 2 Tagen bekommen. Auch wieder analog und das Gleichstrommodell. Ja, dann habe ich das Video gedreht, angefangen zu drehen und ich schneide ja nicht. Ich drücke ja immer nur auf Play Pause. Ja, und dann habe ich auf Pause gedrückt, habe den Triebzug auf die Gleise gesetzt und musste feststellen, er will auf einmal nicht losfahren. Ja, und dann habe ich die ganze Lok auseinandergenommen und habe mir dabei noch ein paar Teile abgebrochen da drin. Ja, die habe ich zum Glück geklebt bekommen. Ja, und dann hinterher habe ich ein bisschen gegoogelt, weil ich habe nachgeguckt, ein Decoder war nicht verbaut. Das hätte nämlich sein können, dass er dadurch nicht gefahren wäre. Und den kann man umstellen auf Ober-Unterleitungsbetrieb.
Und der war aber auch richtig auf Unterleitungsbetrieb eingestellt. Von daher habe ich das alles nicht so richtig verstanden. Dann habe ich mal Mr. Google gefragt. Und der hat mir dann gesagt, mal ein bisschen an den Rädern drehen. Das kann sein, dass die verharzt ist, die Lok, wenn die länger steht. Ja, und tatsächlich, ich habe ein bisschen an den Rädern gedreht und auf einmal fuhr die Lok wieder. Und zwar ist das ein nagelneuer Triebwagen gewesen. Den habe ich von einem Sammler bei eBay gekauft und habe ich auch abgeholt, weil er war hier in der Nähe. Ja, und der hatte den Triebzug 3 Jahre lang nur rumstehen und der war ja schon vorgeölt. Dadurch hat sich der Triebzug ein bisschen verharzt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Dann habe ich angefangen zu ölen und habe leider ja falsches Öl benutzt und auch noch zu viel davon. Ja, und dann habe ich den auch noch auf die Gleise gesetzt. Ja, und dann hatte ich das Desaster. Die Räder fingen an durchzudrehen, die ganzen Gleise waren vollgeölt und die Räder waren vollgeölt, die Haftreifen haben nicht mehr gehaftet und und. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ja, jetzt habe ich heute dann die Gleise nochmal richtig gereinigt mit Nagellackentferner und die Räder noch wieder gereinigt. Noch nicht ganz, das ist noch ein bisschen vollgeölt. Na, wie man sehen kann. Ja, also den werde ich erstmal nicht fahren lassen. Da muss ich mir extra Fett für besorgen. Von Rocco oder Pico. Extra Lokfett und dann werde ich den fahren lassen. Ist ein sehr schönes Teil. Hab mich sehr gefreut darüber. Ja, hier sind noch die Beschriftungen. Der wird von mir den RE5 nach Düsseldorf kriegen. Ja, ansonsten war es das erstmal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gibt leider kein Fahrvideo, dadurch, dass ich noch den inneren Kreis säubern muss. Ich habe jetzt erstmal den äußeren Kreis fertig. Dauert lang genug auf jeden Fall, den richtig sauber zu kriegen. Ja. Und dann sage ich hier an der Stelle auf Wiedersehen. Und in den nächsten Tagen wird kommen eine Vorstellung meiner H0 Feuerwehr und Polizei und Rettungskräfte und alles. Also eine Sammlung, eine Vorstellung von der Sammlung. Ja, und dann werden wir mal gucken, wie das bei euch so ankommt. Ja, ich verabschiede mich. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da. Euer Dustan 97.